Die neue Staffel Die Höhle der Löwen startet fulminant. Schon zum 11. Mal versuchen Gründer, unternehmerisch vorteilhafte Deals für sich abzusahnen. Die neue Ausgabe startet direkt mit einer Besonderheit. Das erste Gründerduo, bestehend aus den beiden jungen Männern Karl Fischer und Leander Mellies, ist das jüngste in der Geschichte der Höhle der Löwen. Die beiden sind erst 17 Jahre alt. Und das Beste? Die zwei schließen sogar einen Deal ab. Mit ihrer Idee der Zweibag, einer Fahrradtasche, die sich im Handumdrehen in einen Rucksack verwandeln lässt, wollen die beiden Gründer den Reisetaschenmarkt revolutionieren. Da ist Löwe Nils Glagau, 46, sofort Feuer und Flamme. Der Investor macht den beiden allerdings nicht als einziger ein Angebot. Auch Ralf Dümmel, 55, und Carsten Maschmey, 62, Judith Williams, 50, und Georg Koffler, 64, wollen investieren, kurzum alle Löwen haben Interesse. Wir würden gerne mit Nils Glagau zusammenarbeiten, verkünden die Globetrotter aber schließlich. Schon im Alter von 15 Jahren hätten die Aachener gewusst, dass sie Unternehmer werden wollen. Während eines Auslandsjahres in Neuseeland kamen Karl und Leander schließlich auf die Idee ihrer Zweibag. Mit der Hilfe von Löwe Nils wollen sie den einen Prototypen ihres Produkts nun vervielfachen und für alle Radfahrer auf den Markt bringen.